Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Zoo. Ja, wir sind in der Hölle. Denn ich suche hier Netherquarz. Ich würde gerne Level sammeln für meine Effizienz 4, Behutsamkeit, Luftspitzhacke. Und der Gas, der ist da hinten. Also wir werden wahrscheinlich irgendwas mit knapp 30 Level oder so mindestens brauchen. Eigentlich noch ja, 30 Level eigentlich mindestens. Also das wird so eine Weile dauern. Das ist jetzt, war jetzt eigentlich ein bisschen riskant, aber damit werden wir schon irgendwie fertig. Der ganze Netherquarz. Ich hab damit gerechnet, die Hölle sei voll davon. Fackeln bringen, glaube ich, in der Hölle. Ein bisschen was. Ein bisschen was bringen die. So, den Quarz komme ich, glaube ich, jetzt so nicht einfach ran. Also bereut man's, seine wagemutigen Aktionen. Woran man dann auch dumm gestorben ist. Da müsst du jetzt wahrscheinlich nämlich nicht hier rumtouren, nur um hier
Niederquarz zu sammeln. Frage ist eigentlich, deswegen kommen mir das die letzten Folgen so duster vor. Das war aus irgendeinem Grund auf duster. Kann man auch endlich mal wieder was sehen. Okay, dann. Hier unten ist jede Menge Quarz. Level 20 hätten wir schon mal. Hätte schon mal etwas. Vielleicht kann man jetzt im Laufe der nächsten Folgen oder so wirklich die ja, Wutsamkeit Tierspitzhacke machen. Ey, dann würden wir wirklich Bruchstein, glaube ich, sammeln können, wie bekloppt. Und Diamant baut zum einen wesentlich schneller ab, zum anderen, Behutsamkeit drauf ist, müssen wir keine Kohle mehr verbrennen. Haltbarkeit, ja, ich denke mal 5, 6 Text oder so kann man bestimmt damit locker abbauen. Da muss ich mal nachgucken, wie da die Haltbarkeit ist. Wie viel Stacks Bruchstein das ungefähr wären. Jetzt habe ich, glaube ich, so langsam mal Stellen entdeckt, wo man richtig was findet.
Das ist doch schön. Oh Gott, ich war schon wieder ein Gast. Ja, da komme ich jetzt nicht so gut bei. Nämlich gebe ich mal eben hier die Quelle. Was ich eigentlich auch machen müsste, ist, für ein zweites Netherportal. Also wirklich mal 100, 200 Blöcke einfach mal rennen. Und platzieren dann einfach ein Netherportal und mal schauen, wo wir rauskommen. Ich glaube, ein Block in der Höhle wären 4 Blöcke in der Oberwelt. Ja gut, wobei, da müssen wir schon richtig laufen. Stimmt, wer weiß, vielleicht könnte man ja dann auch eine Eisenbahn oder so einfach mal hier auch Spaß durchlaufen lassen. Ist jetzt keine schnelle Fortbewegungsmöglichkeit, aber wäre nicht schlecht. Da kommen wir nächste Folge ohne Sorge. Unser Ziel machen. Sollte ich es nicht noch irgendwie schaffen, dumm zu sterben? Und das kriege ich noch irgendwie hin. Aber siehst du die Idee mit dem, Stimmt, hab ich eigentlich Reserve? Ach, okay, wenigstens Feuerzeug. Ich habe nämlich jetzt auch gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich am Portal stehe, dass ein Gast uns das Portal ausschießt. Und dann stecken wir hier fest. Da kommen wir auch nicht mehr zurück. Portal ist knapp 100 Blöcke weg. So, dann wahrscheinlich müssen wir irgendwie hier runter. Ganz vorsichtig sein mit dem Abbauen. Wie komme ich da am besten noch runter, ohne viel Fallschaden zu kassieren? Da gibt es, glaube ich, nicht wirklich. Das ist eine Netherfestung. Das kenne ich doch schon an der Form. Hätte ich erwartet, dass wir das Ding sogar nochmal finden.
Das heißt, theoretisch können wir jetzt auch. Warte, Rucksack haben wir wahrscheinlich keinen Platz, ne? Das heißt, wir sind aufs Inventar dann angewiesen. Aber unsere Spitzhacke ist fast kaputt. Von daher gehen wir, glaube ich, auch so schon da nicht rein. Aber das können wir uns für die Zukunft merken. Was wir da eventuell beweisen, wie viele Folgen einfach mal vorbeigucken. Und sehe auch, die Zeit ist schon längst vorüber. Ich baue noch wahrscheinlich noch ein bisschen Quarz ab, ungefähr bis die Eisenspitzhacke kaputt ist. Und dann. Ja gut, okay, das hat sich dann auch schon erledigt. Und dann hoffe ich mal, dass die Folge euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in der Oberwelt, wenn wir unsere Spitzhacke machen. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.